Willkommen zurück im alten Böhmen. Wir wurden gerade hier durch diese Blockade fies überfallen, beziehungsweise konnten sie ein bisschen umgehen. Hier ist noch der alte Kollege. Und jetzt sollten wir mal zusehen, dass wir wieder zu alten Kräften kommen. Der bringt nix. Wie heißt nochmal? Da, das ist der, ne? Regeneriert mit einer Minute 30 Lebenspunkte. Das ist sehr gut. Nee, nicht so. Essen. Zack. Bisschen Trinkwasser ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Dann würde ich jetzt mal mein Pferd bemühen. Und weiter in Richtung Ledetschko reisen. Oh, das ist ja auch ein Auftraggeber. Ein Aktivitätengeber. Das wäre auch nicht schlecht. Du reist erstmal dahin. Wenn man schon mal da ist, ist nur nicht vom Pferd fallen. Es gibt fiese Minuspunkte. Unfallort entdeckt. Ich will nur mal spicken. Anscheinend waren wir hier noch nie. Das ist ein kaputter Wagen. Mehr gibt es hier wohl auch nicht. Ah! Ja. Nicht so. Bringt nichts. Nee, kein Bock. Nein, nein. Ja. Wenn ich den Müller kennen, will er, dass wir irgendjemandem entwenden. Und mit entwenden meine ich klauen. Wenn es nicht noch zu spät ist und er noch gar nicht wach ist und sagt: Raus hier! Höflich wie wir sind, stecken wir die Waffe weg. Wir wollen ja niemanden verschrecken. Erzähl. Okay. What the fuck? What the fuck? Was war das? Was brauchst du? Eine Aufgabe. Ich bin Heinrich aus Skalitz und möchte ein bisschen was dazu verdienen, wenn du verstehst. Vermutlich hat Peschek dich geschickt. Und wenn er das hat, kannst du kein völliger Tölpel sein. Na gut. Der Schneider in Sasau hat wertvollen Brokatstoff bekommen. Kannst du ihn holen? Joa. Kein Problem. Du wirst ihn bald in Händen halten. Gut. Er sollte in seinem Laden sein. Bring alles mit. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Das ist doch Astrei. Astrein. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Seine Stimme ist auch geil. Oha. Hä? Spiel gespeichert, okay. Wieso einfach so? Brauche ich das? Weiß ich nicht. Verkaufen. Achso, ich habe aber richtig viel in der Satteltasche. Na, egal, mache ich mal anders. So, die Welt verbessern. Die Idee ist jetzt, dass wir weiter nach Ledetschko reisen und dem einen Müller ein bisschen was wegnehmen. Nämlich da. Ist wahrscheinlich tagsüber wieder ein bisschen schwierig, aber ich schaue erstmal vorbei und gucke, was so geht. Die Vögel zwitschern.
Der Markt wird aufgebaut. Sand wird aufgeschüttet. Freundschaften werden geschlossen. Und was nicht alles bei Sims noch unten stand. Krieg immer so geile Angebote nebenbei. Jetzt gerade hier Lego Duplo Bausteine, 70 Teile, Starter Set Figuren, Steine, Tiere, Duplo Steine. Geil. Was auch immer das genau sein soll. Kann ich die Äpfel nehmen? Nee. Alt und verfault. Okay. Ich denke nicht, dass ich hier ohne weiteres so reinkomme. Na, da pennt ja auch noch einer. Die Idee halte ich für nicht durchdacht. Da ist auch noch jemand. Nein, keine gute Idee. Dann schaue ich mal erstmal, was der Stern kann. Oder hier gab es noch mehr zu entdecken, oder? War hier hinten nicht noch sogar noch irgendwie ein paar Fragezeichen? Nö. Hast du. Hast du was? Hast du Brot? Was? Hab ich nicht gesagt. Hier ist ein Stern. Hm. Was war das? Ich. Oh ja, ich kann mich auch mal waschen nach dem Kampf. Was hast du hier zu schaffen? Ich wasche mich nur. Direkt vor dir. Okay, wieso speichert das? Ich wasche mich nur. Hallo? Was ist los mit dir? Ich wasche mich. Du Totengräber, du. Aber wohin führt dieser Stern? Da drin oder was? Toll, bin ich immer drumherum gelaufen. Richtig clever wieder. Ah, hier rein? Ne, ist ein Knast, da will ich gar nicht rein. Es kam von da drüben. Was zur Hölle war das? Du bist gefragt. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Geht hier etwas Interessantes vor sich? Naja, da gibt es diese zwei Taugenichtse aus Scarlet. Die sind mir ein Dorn im Auge. Ich bedauere ja, was ihnen widerfahren ist, aber genug ist genug. Sie stellen pausenlos Unfug an. Früher oder später erwische ich sie auf frischer Tat. Und dann wird es ihnen leid tun. Sagt das jetzt die ganze Zeit? Interessantes vor sich? Es ist so friedlich, dass es mir schon Sorgen macht. Okay, das war also alles. Das war wieder erstaunlich unhilfreich. Hier gab es noch irgendwas zu entdecken, oder? Da drüben. Unerforschter Ort. Da ist auch ein unerforschter Ort. Sogar hier ist ein unerforschter Ort. Dann gucke ich mir den erstmal an. Okay, ein Krämer. Krämer und eins noch mehr. Ein Bäcker. Da ist die Schenke. Gut. Dann würde ich mal warten, bis es dunkel ist und dann diesen Brokatstoff holen. Da hinten ist noch ein unerforschter Ort, Aktivitätengeber. So kann ich das markieren. Gar nicht schlecht. Oder der da. Ich gehe mal zu ihm hin, da kann man nicht viel falsch machen, glaube ich. Ja. Man sieht in der Ferne das Kloster. Ist das nicht schön? Oh, ich habe meine Ausfahrt verpasst. Ah, hier ist noch eine. Ups. Oben oder was? Ivat Narisch. Ach du! Ich will nur reden. Erzähl. Gott sei mit dir. Brauchst du eine helfende Hand, Fleischermeister? Nein, aber ich hab ein Problem, Nachschub zu kriegen. Ich verstehe. Die Straßen sind nicht mehr sicher.
Nein, das habe ich nicht gemeint. Rind und Schwein kriege ich zuhauf, aber die Bürgerlichen haben gehobenere Gelüste. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Ich soll wieder jagen. Heilige Maria, sowas würde ich nie vorschlagen. Nein, du müsstest das Wild auf andere Weise besorgen. Ich will dir ja nicht den Brei verderben, aber Wild wächst nicht auf Bäumen. Nein, aber wenn du zufällig mal in den Wald gehst und über was stolperst, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Na schön, dann mache ich mal einen Spaziergang und wenn mir was vor die Füße fällt, bringe ich es zu dir. Sehr schön, freut mich, dass wir uns verstehen. Bring mir fürs erste Wildschwein, damit ich sehe, ob du was taugst. Und keine Angst, du gehst nicht leer aus. Gutes Geld für gutes Fleisch. Nach zwei Abwechslung mal jagen gehen. Meh. Was soll er denn haben überhaupt? Quests. Da. Wildschweinfleisch. Okay. Das kann ich noch gar nicht machen. Okay, wo gibt's denn hier Wildschweine? Karte checken. Hoffentlich in der Nähe. Muss ich wieder cheaten und gucken, wo es Wildschweine, gibt? Da gibt's Wildschweine. Komm ich da irgendwie schneller hin? Ey, nee, komm. Ich guck auf die Karte. Das dauert mir doch ein bisschen zu lange. Also. Kingdom Come. So. Boah. Ich meine, wahrscheinlich gibt es hier irgendwo noch welche. Und bevor ich jetzt mich da kaputt laufe. Na also, ich glaube hier sogar. Hier gibt's Wildschweine. Na, das ist doch ideal. Aufsitzen und ab geht die wilde Fahrt. Uah! Ja! Querfeld ein direkt in den Wald. Ja! Besser so, als wenn man sich jetzt endlos durch den Wald verirrt und sich dann kaputt reitet. Dafür mache ich doch keinen Finger krumm. Was macht das denn hier? Hier, das ist doch schon eine Sohle. Jetzt müssen wir noch Wildschweine spawnen. Geil. Und das andere? Fuck. Ich meine, schade. Weit weg. Okay, wie viel brauche ich denn nochmal? 40 von 40, das war's schon. Yay. Ach, ich bin zu voll geladen, okay. Das heißt... Oh, nee. Das ist ja viel zu viel. Wenn ich nur 40 brauche... So. Na, das passt doch perfekt. Aber so wie diese... Hallo? Wie ich diese Quests kenne, wird es dabei ganz sicher nicht bleiben. Danach kommen wahrscheinlich noch Rehe, danach kommen Hirsche und danach kommen Drachen. Nebenbei noch ein Waffenschmied entdeckt. Das schmeckt. War das nicht hier? Ja.
Sehr fein. Sorry, die Waffe. Du hast recht. Guten Tag. Hä? Ach, da hinten. Fleisch für dich, mein Junge. Ich habe deine Bestellung, Fleischermeister. Sehr schön. Dann zeig mal her. Tada! Sieht gut aus. Hier hast du was für die Mühe. Hätte noch was. Ruf verbessert, Ruf verschlechtert. Okay. Hasenklein für die Suppe. Hab versucht, ihr Gänsegedärme unterzujubeln, aber die lässt sich nicht lumpen. Sie will kleine Hasen für die Suppe? Hasenklein. Innereien. Schaffst du das? Aha. Innereien vom Hasen. Ja. Habe ich die Fähigkeiten überhaupt schon? Spieler, Fertigkeiten. Wo ist hier das Jagen? Ne, shit, das kann ich noch gar nicht machen. Dafür müsste ich erstmal noch mehr jagen. Das ist natürlich echt blöd. Ich hoffe mal, das ist keine Quest mit Zeitangabe, weil dann wird das schwierig, das zu erledigen. Das ist echt doof, ey. Man müsste den Charakter mal ein bisschen hochpushen. Am liebsten mache ich das aber mit Quests. Leider brauche ich für die Quests einen hochgepushten Charakter. Okay, dann mache ich das erstmal auf Pause und kümmere mich mal wieder um die... um das Klauen. Dafür erstmal eine ganze Ecke warten. Ja. Da ist allerdings auch noch ein Stern. Dann kümmere ich mich jetzt mal darum. Ich weiß auch immer noch nicht, wo der Unterschied ist zwischen diesem Stern und dem Aktivitätengeber. Wer weiß das schon? Oder ist der Stern nur bei Wirtshäusern? Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaub ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Und das ist noch nicht alles. Sicher braucht dein Skalitzer Volk am meisten Hilfe. Ein paar von denen hocken im Kloster. Hab mit Johanka geredet. Die schuftet sich die Fingerwund und kümmert sich dort um die Verletzten. Hier kämen barmherziger Samariter sicher mehr als recht. Mehr fällt mir nicht ein. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Ich frag trotzdem nochmal. Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank ist's ruhig hier. Sehr schön. Gott behüt dich. Hab ich eigentlich schon ein Bett? Ach, gibt's hier gar nicht, ne? Ist oben im Wirtshaus. Okay. Guck mal, jetzt ist da so ein kleiner Stern sogar. Kann ich mal da mal hingucken? Das ist wahrscheinlich der Scharlatan da drüben. Habe ich mich gerade eben doch geirrt hier in der... in meiner Ortskunde. So, was bist du denn? Ha! Ich kenne dich! Von irgendwoher! Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's. Der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen. Und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Unwahrscheinlich. Na schön. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum. Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Das ist so ein Quatsch. Aber ich mach mal so. Oh, dann habe ich also Glück. Im Gegenteil, ich bin der Glückspilz. Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Sag mir zuerst... wer du bist und was du tust. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher kleiner Diener der Vorsehung.
Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide, ich wandle durch die Welt ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Ich habe alles. Salben, Reliquien, wohlriechende Kräuter, seltene Gewürze, Talismane und Glücksbringer. Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Viel körperliche Arbeit und das Erlangen von Kenntnissen in Medizin, Theologie und weißer Magie. Du wirst die Werke der alten Gelehrten studieren und deine Nächsten zu verstehen lernen, indem du ihnen zuhörst und ihre Seelen liest. Okay, ein bisschen spooky, aber mach ich. Nichts leichter als das. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Jo, ich hab Bock. Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar. Oh, du schöner Tag. Ich habe einen Nachfolger gefunden. Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Und wenn oh. euren Gatten der Teufel holt, sind sie. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Fahre fort. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Ein wahrer Hochgenuss, so frisch sind sie. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Okay. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Gut. Ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Ein Genuss für euch und die Familie. Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Kommt, liebe Leute! Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Ist ein Argument. Also gut, ich hole ihn. Und das Huhn? Und das dritte? Dieser Talisman. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Also gut, ich hole dir die Pfote. Okay. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Dann sehen wir mal zu. Haben wir das zumindest auf der Karte markiert irgendwie? Ja. A, B, C. Jo, und wie wir das lösen, gibt's in der nächsten Folge.